Hallo! Ich hab Besuch! Ich bin's, die Mamako! Die Steffi ist bei mir. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, die Sarah heute wiederzusehen. Yes. Und weil es hier so gemütlich ist und wir gerade gesagt haben, was machen wir jetzt? Haben wir gesagt, wir drehen für euch. Genau. Und weil die liebe Steffi noch nie in einem Müller war, hat sie mich besucht. Also der eigentliche Grund, warum sie jetzt hier ist, genau. Eigentlich wollte ich nur zum Müller. Dafür bin ich bis zur Sarah gefahren. Lass dann den erzählen. Spaß. Nein, das hat sich gut ergeben. Also als die Sarah mich zuletzt besucht hatte, war es nämlich so, dass sie sagte, ach, wir haben sogar zwei Müller, einen rechts, einen links und so. Ist überhaupt kein Problem. Und ich habe gesagt, ich war noch niemals in New York. Nein, Scherz. Da war ich auch in einem Müller. Und ja, das heute waren wir da und deswegen möchten wir euch heute zeigen, was wir so geshoppt haben. Ne? Ja. Oder nur ich jetzt? Nö. Was sind deine Sachen? Ja. Ach so. Ja, und ich hatte mir extra aufgehoben, mit der Steffi in einen unserer Klamottengeschäfte zu gehen. Mhm. Und habe mir nämlich eine Kette gekauft. Eine sehr schöne. Ja, die ist hier so mit so einem Pendelding und hier so einem... Auf jeden Fall, die fällt dann so erst kurz und das andere Stück fällt lang und genau. Ich glaube, das sieht sehr, sehr schön aus. Und da habe ich jetzt eine Woche von geträumt, so ein bisschen. Ich hatte noch einen 2-Euro-Bonus-Gutschein. Sowas gibt es hier im Land nämlich. Ja, dann habe ich die jetzt heute gekauft. Und jetzt habe ich die und wenn ich die anziehe, dann kann ich immer an dich denken. Ja, die genau. Mit mir gekauft. Weil die zusammen gekauft haben. Genau. Und während ich hier das anfummel, kannst du, wenn du möchtest, ja schon mal. Genau, ich kann ja schon mal was zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar steht bei mir wieder ein kurzer Urlaub an. Eine Woche, Tunesien, Sonne. Ach, die und brauchst du auch, ne? Ich muss mich jetzt auch mal aus dem Bild bewegen. Und zwar zeige ich euch gleich zwei Sachen auf einmal. Einmal war von Pitzbuin ein Sonnenschutzcreme-Zeugs Light mit Schutzfaktor 15 im Angebot. Und zwar reduziert von 12,99 auf 6 Euro. Und es ist halt so eine riesengroße Tube. Und hier, da werde ich mich schön mit einschmieren. Ja, ja. Kannst du verdrängst du im Gesicht? Ja, im Gesicht benutze ich meistens auch was anderes. Ach so. Also da habe ich noch eine andere Creme. Aber das ist so für den Körper und da werde ich wohl eine Woche hoffentlich mit auskommen. Ich habe auch noch anderes Schmierzeug dabei, sagen wir mal so. Kann ich mal schnuppern? Ja, hier. An den Pitzbuin. Ja. So, klar. Also ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Wir haben auch schon andere, die kenne ich jetzt nicht, aber ich habe schon andere Produkte von Pitzbuin mit im Urlaub gehabt und war da immer sehr zufrieden mit. Also sowohl mit der Schutzwirkung, ich habe überhaupt noch nie, glaube ich, einen Sonnenbrand gehabt oder so. Nee? Das ist nicht so mein Duft. Das ist ja alles nicht Sarah. Sarah ist ja da sehr speziell und sehr, sehr feinnasig, sagen wir es mal. Feinnasig? Und das hier kommt jetzt sogar um die Ecke, ne? Ja, mein Gott. Ich habe dir heute auch meine, zeigen wir gleich Stimmt. noch. Wir kommen gleich noch zu den schönen Feuchttüchern, die Sarah so liebt. Ja. Das hier hat die Sarah mir dann auch noch empfohlen für den anstehenden Urlaub von Garnier Ambre Solaire, ein Bräunungsöl. Das hat überhaupt keinen Schutzfaktor, aber sie sagt, es duftet gut, es riecht. Kannst du bitte sagen, wonach es riecht? Zarte und geschmeidige Haut mit Kokosduft. Ja, ich habe das empfohlen, obwohl es nach Kokosnuss riecht. Sie rennt weg bei Kokos. Normalerweise schon. Aber sie hat gesagt, das geht und das stimmt, das geht auch. Ich stehe ja sowieso total auf Kokosduft und ja, deswegen habe ich das mitgenommen, weil sie es mir empfohlen hat. Das war auch gar nicht so teuer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich... 4 Euro knapp. Ja, knapp 4 Euro ungefähr bezahlt und da freue ich mich drauf, mich damit einzuschmieren und an dich zu denken. Das ist super. Während du diese Kette trägst und an uns denkst. Könnte hier fast noch ein bisschen kürzer sein, aber ich habe noch eine, die könnte ich dann hier anziehen. Schön sieht die aus. Cool, ne? Ja. Und unten das Stäbchen dann noch unten dran. Sieht gut aus. Sehr schön. Ja, denkt euch das Beste. Eine sehr feine, feingliedrige, schöne Kette. Jetzt vielleicht nicht zu dem Shirt, aber ach so, von Street One. Street One, genau. Und Kostenpunkt 16 Euro. Ja. Minus 2 Euro. Jetzt bist du wieder dran. Ja. Dann greifen wir mal ins Dietschen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gekauft habe. Das Swiss Opal Tiefenreinigungs-Shampoo, Reinigung und Glanz. Entfernt alle Rückstände und Ablagerungen. Ich hoffe, du verträgst es. Wieso? Ist ja da schon der Haar... ich habe nachdem ich die Hälfte davon verbraucht hatte, habe ich es verschenkt. Ja. Weil es bei mir dafür gesorgt hat, dass ich habe es aber auch wirklich jeden zweiten Tag, also bei jeder Haarwäsche benutzt. Es hat bei mir dafür gesorgt, dass ich so leicht schuppige Haut bekam. Also mir war es ein bisschen zu austrocknend. Okay. Und irgendwie mochte ich das dann auch nicht mehr benutzen und habe es einfach verschenkt. Naja. Kann ich verstehen. Aber das wäre jetzt für mich auch nichts, was ich tagtäglich oder super häufig benutze. So ich glaube, ist mehr so eine einmal die Woche oder wenn man jetzt so ein Haarprodukt benutzt hat oder so. So ist auf jeden Fall silikonfrei. Genau, da steht da auch noch drauf, wobei mir der persönlich schnuppi ist. Und Limettenextrakt. Das riecht auf jeden Fall sehr frisch, das finde ich gut. Wir schauen mal, ne? Ich habe davon immer das lila
Shampoo für orange Haare nach dem Färben. Für orange Haare nach dem Färben? Ja. Für anti-orange Haare? Ja, nein, also weil die ja dann orange sind. Bitte, du darfst. Die Reinigungstücher, ganz kurz nur. Da steht auch, das ist von der, hör mal. Ich hab mal von der, Eigenmarke von Müller, zum ersten Mal in der Hand. Cadea Vera heißt das. Und das ist mit Kokosduft und es ist eine Limited Edition. Gut. Ich habe auch schon eins benutzt, um mir die ganzen Swatches von den Händen zu machen. Und ich fand es ganz, 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 ganz lecker. Fantastisch. Nein. Sarah nicht. Bitte nicht nochmal. Gut. Nicht so, so hast du noch ganz viele in der Tüte? Weil ich habe jetzt hier ganz viele habe ich nicht mehr, aber ich zeige mir eben, was du mir geschenkt hast. Von Veleda das Lavendel-Entspannungsbad. Das steht bei der Steffi nämlich immer noch rum, genau. Hat sie gesagt. Nur die Sarah doch so gerne baden tut. Genau. Sagt man nicht, weiß ich. Sie badet aber so unheimlich gerne. Und ich bade so zweimal im Jahr. Mich muss auch in die Badewanne prügeln. Ich bin mehr so der Duscher und deshalb habe ich gedacht. Super cool. Werde ich ganz bald benutzen. Das freut mich. Dankeschön. Ich habe noch das hier gekauft von Essence. Also ich war, wie gesagt, also ich war zum allerersten Mal an dieser ultra großen Catrice-Theke und an dieser ultra großen Essence-Theke. Und da habe ich das hier mitgenommen. Das gibt es bei uns nämlich nicht an der kleinen Theke. Das ist einfach nur eine Nagelbürste. Und wenn man ein Kind hat, braucht man sowas immer. Und ja. Ich fand die halt ganz süß wegen ihrer Form und so. Die sieht halt so nierenförmig aus und dann in Türkis. Die fand ich total putzig. So, was du genau? Bist wieder dran. Ich habe noch drei Teile. Was genau ist an nierenförmig denn so hübsch? Nein, ich fand, die liegt gut in der Hand. Ach so. Also diese Nierenform, die liegt generell, wenn man das Schmale nach oben nimmt, liegt die gut in der Hand. Und dann kann man schön... Kind, gib deine Hand. Rutsch. Verstanden, aber ich fand nierenförmig ist so. Ja, wie soll man es sonst beschreiben? Was sagt ihr denn dazu? Ist das oval? Nö. Rund ist es auch nicht. Es ist nierenförmig. Oh. Ja, bei Nierenschale. Ja, ich musste an Nierenschale denken und dann habe ich gedacht, was ist. Ach so, ja, Kopf, dann so. Nee. Gedanken mit Karussell, oder? Ja. Und dann. Die Sarah immer. Ja, die Sarah immer, ganz furchtbar. Habe ich mir den Lip Liner gekauft. Den die liebe Steffi ja so doll findet. Und zwar Gola Sensational Velvet Beige 630 von Maybelline. Sehr, sehr schöne Farbe. Mit tollen Nagellack, ne? Tying the Knotty von Essie. Ich swatch euch das hier mal, Evkes. Ich habe diesen Lip Liner schon sehr, sehr lange und habe ihn unmerklich so klein werden lassen. Hab davon schnell ein Bild gemacht. Wir was haben bei Instagram gepostet. Instagram, kannst du Instagram hier irgendwo einblenden? Also, ne, vielleicht haben die Leute Lust, mal zu schauen. Steht immer über. Ich habe den ganz und habe mir den auch schon nachgekauft, weil der unmerklich immer kleiner wurde und offenbar war es dann ein Favorit von mir. Und das ist die Farbe 630 Velvet Beige. Genau, und der hat so ein bisschen Glitzer wohl auch drin, sehe ich. Aber nur ganz bisschen. Das ist jetzt deine Hand, die leuchtet. Nein, das ist der Stift. 1000%ig habe ich im Ding schon gesehen. Aber so, nur so ganz bisschen. Ja. Das ist auch ein Pingel hier, ne? Wieso Pingel? Das war eine Feststellung. So scheiße, ey. Das leuchtet nichts. Unsinn. Leuchtet? Das glitzert nicht. Hasi. Du hast eine Glitzer. Ja, nein, da jetzt. Das ist frisch gewaschen. Guck, hier ist kein Glitzer drauf. Schmier. Okay. Bei dir sieht das alles anders aus. Wir kommen nämlich jetzt noch zu einem anderen. Stimmt. Ja, aber so trägt man sich ja auch. So. So dreht man sich ja auch keinen Lip Liner auf, oder? Aber wenn so. Ich den Lip Liner ganz nehme? Ja, ich nehme den ganz und dann mache ich Gloss drüber. Ja, und der sieht super aus. Stimmt manchmal auch. Ja, das, war doch nicht negativ gemeint. Also schimmrige Lippen wirken hier auch feuchtigkeitsüberschuss. Du weißt, was ich meine. Aha, genau. Hydrated. Hydrated, meinst du? Oh, hydrated. So. Jetzt habe ich hier zwei Swatches. Geil, ne? Jetzt kommt die Sonne, die blöde Sau, und macht uns das Licht kaputt. So was sagt man doch nicht. Wieso nicht? Hier schon. Also guck mal, bei, du hast doch noch. Ja, ich habe auch noch, aber ich habe ja gerade den Lip Liner gezeigt. Und weil, du wolltest gerade erzählen, wie komisch unsere Hauttöne sind. Genau, ich fange jetzt trotzdem, das bleibt das letzte Produkt. Und zwar war ich ganz heiß drauf, bei Müller nach der Marke Make-Up Factory zu schauen. Und so habe ich mir zwei Produkte gekauft. Das eine, jetzt kannst du ihn swatchen. Habe ich ja Matte Eyeshadow, ein matter Eyeshadow. Was hat denn der gekostet? Weiß ich nicht. 10 Euro, glaube ich, mit den Prozenten da oder so. In der Farbe 16 Caramel Toffee, den habe ich. 9,95 kostet der. Ja, genau, 9,95 und mit deinen Prozenten dann. Also ein matter Lidschatten,
Wunderschön, finde ich. Und jetzt werde ich den auch mal swatchen. Ich gehe da jetzt einfach mal mit dem Finger rein. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und ich finde den schön. Aber er sieht fast auch ein bisschen aus wie dein Bronzer, ne? Das ist halt eben matter schön für die Crease, ne? So, also für die zum Ausblenden Lidfalte. Einfach. Für die Lidfalte zum Ausblenden finde ich den. Da ist er, ich glaube, man sieht den ganz gut, ne? Auch im Dings. Also, da ist auch einiges drin, glaube ich. Also, na gut, 3 Gramm. Na gut, Preis, Leistungsverhältnis ist schon eher so höherpreisig, würde ich sagen. Ja, steht auch High-End dran. Ja? Ja, ist dann wohl auch eher so High-End, aber also sehr, sehr schön. An mir ist die Marke mir völlig vorbeigegangen. Ich weiß, dass der Aufsteller da ist und ich weiß auch, dass man da Make-up kaufen kann. Aber das ja, du wusstest spontan, ja, Make-up Factory. Ja, ja, ich weiß, dass es den gibt. Und hier haben wir noch, habe ich noch ein Produkt von Make-up Factory. Das ist ein Blusher, ein matter Blusher in der Farbe Light Coffee, Nummer 35. Jetzt zeigen wir euch gleich was. Das ist nämlich, ich hoffe, das kommt in der Kamera. Und das Beste ist, ich bin schon gebräunt. Ne? Also das ist... Also ich meine jetzt mal unsere Arme nebeneinander. Ich habe natürlich jetzt noch Urlaubsbräune. Sarah ist auch nicht ganz krass, Balkonbräune. Aber halt definitiv heller. Ja. Und das ist der Blusher, so ist der eingepackt. Ist aber auch eine hübsche Verpackung. Ist eine hübsche Verpackung, so matt schwarz, sieht echt mit schön Spiegel aus. Und da ist sogar ein kleiner Spiegel drin und ein kleines Pinselchen, was wieder keiner braucht. Das fliegt bei mir sofort in die Ecke. So sieht der aus von Namen. Und ich swatch den jetzt einfach mal. Das haben wir auch im Laden getan. Das ist mein Swatch. Und so sieht mein Swatch auf der Hand aus. Und ich fand auf den ersten Blick, habe ich auch gedacht, matter, der ist aber schön. Mattes Konturierpuder, das nehme ich zum Konturieren. Das war so, also eher grau, aschig, überhaupt nicht rötlich, habe ich den empfunden. Ich auch nicht. Und fand den sofort ganz toll. Und sie hat auch sofort gesagt, wow, toll. So, und jetzt swatchen wir den gleichen Blush mal bei der Sarah. Das ist unglaublich, ne? Und bei mir sieht der aus. Bei ihr ganz anders aus. Also der ist bei ihr... Viel rötlicher. Mhm. Und sie hat gesagt, den kann ich mir unmöglich ins Gesicht tun. Nee, das geht nicht. Also da sähe bei mir Kacke. Das ist einfach der Hautunterton, glaube ich, der hier den Unterschied macht. Und das ist wirklich faszinierend. Spannend, ne? Total spannend. Ich würde gerne nochmal in deinen Lidschatten touchen, bitte. Darfst du, bitte. Die sind halt von der Farbe her und ich finde, das passt. Also dadurch, dass ich dann, wenn ich braun bin und ich glaub, damit konturiere, ein schönes Blush darüber und dann wirklich damit einfach ausblenden. Ich habe das heute auch gemacht. Einfach so einen matten, hellen Lidschatten drauf und dann mit Handwritten mit Handwritten ausgeblendet. Und ja, das reicht ja für den Alltag auch. Okay, witzig. Und so sieht dann der Lidschatten auf meiner Haut aus, ist jetzt der untere. Ja, ist schon faszinierend. Ist schon ein Unterschied, ne? Aber witzig, der fühlt sich total schön, also ich bin auf jeden Fall happy, dass ich Make-up Factory entdeckt habe. Ich fand auch so matte Lippenstifte total toll, aber irgendwie waren die alle so durchgekrabbelt, dass wir keinen Tester mehr finden konnten. Und ich würde fast sagen, die Tester sind geklaut worden. Sah so aus, als wären die Tester geklaut worden. Wie auch von dem Lidschatten, den hat sie jetzt auf gut Glück mitgenommen. Ja. Also faszinierend, jetzt haben wir mal ein Live-Beispiel, wie Farben auf anderen Hauttypen aussehen. Ja. Krass. Hammer. Bitteschön. Und, ach genau, der Blusher war, glaube ich, 18 Euro. Ja, 17,95, glaube ich. Ja. Und damit dann Prozenten wieder entsprechend weniger. Also die beiden Produkte sind so meine Top-Produkte dieses Hauls quasi geworden. So was seht ihr bei mir ja nicht, ne? Ich habe immer nur denselben Schmuh. Womit wir dann auch schon wieder beim, guck, ich habe ein neues Puder gekauft, sind Manhattan Clear Face Compact Powder 76 Sand. Hier, good big girl. Sehr gut, habe ich auch schon gehabt. Ich gucke immer in die... Guckst du mal ins Licht? Ich gucke immer ins Licht und dann sind meine Augen ver... Du musst am Licht vorbeilaufen. Oh, schön. Eigentlich gibt es Tester. Jemand hat schon reingegrabbelt. Ist ja toll. Guck mal. Nein. War aber auch der letzte. Ach komm. Das finde ich immer furchtbar, ehrlich. Naja, macht nichts. Gehe ich dann mit einem sauren Pinsel rein und dann erst danach dann nochmal abwaschen und nochmal aufs neue Gesicht. So. Und dann habe ich... Siehst du schon wieder aus dem Bild? Ja. hier, mein Ghoul-Shampoo gekauft. Mal wieder Goji-Böre für getöntes Haar. Und dieser Duft ist ja auch, ne, pornös, wie ich finde. Oh ja, das riecht wirklich gut. Zeig mal nochmal. Da mache ich gleich ein Bild mit meinem Handy von. Das will ich dann auch mal kaufen. Das riecht wirklich ganz toll. Also entweder das habe ich ja oder das Feuchtigkeitsshampoo, da wechsle ich immer zwischendurch, aber toll. Und dann, weil mir der Catrice Unterlack aus diesem Set
Gedöns. Nach dem fünften Mal nämlich eingedickt ist, da kommt dann noch was zum Aufgebrauch-Video oder so. Habe ich mir jetzt einen Basecoat von Essence gekauft. Warum, weiß ich nicht. Ausprobieren. Ja, das auch, aber ich habe ja noch 25 andere. Ob der auch so schlecht ist, in Anführungsstrichen, dass der nach fünfmal einlegt. Dafür kaufst du dafür 2,50 einen, um zu testen, ob der genauso blöd ist. Ob der genauso blöd, ja. Gut, mein Gott. Eigentlich doof, ne? Aber dafür sind wir ja hier. ja, der Gel Base Coat. Dazu gibt es ja einen Top Coat, aber den von Catrice, den Z Top Coat, den finde ich ja gut. Ja, ich auch. Und von daher. Und der Base Coat ist bei mir auch schon nach kürzester Zeit eingedickt und zähflüssig. Aber so ganz ekelig. Ich habe den jetzt nochmal drauf gemacht. Ich habe jetzt hier den. Fidschi drauf, falls sich das jemand fragt. Und ich habe den gestern Abend draufgehauen und habe gesagt, also ich kriege schon kaum das Käppchen oben ab, weil so knirscht und klebt. Bäh. Und das Produkt selber ist sehr zäh geworden. Also irgendwie. Ich habe da so richtige, ja wie so Knubbel, so gel, ja, also ja. Es ist wirklich gelig geworden. Ja. Wie so ein, ja. Weiß auch nicht. Vielleicht wie sollte Stil-Gel Catrice irgendwie einfach nochmal die Formulierung überdenken. Ich meine, überarbeiten. Ja, sie haben ja schon ein abgedunkeltes Fläschchen. Dass von draußen ja keine ja, Strahlen genau draufkommen, dass es davon kommen kann. Das ist also ja weiß und durchsichtig. Oh. Genau, aber. Ja. Anyways, möchtest du? Ich habe ja, noch eins. Ja, das Top-Produkt von Sarah kommt dann jetzt gleich am Schluss. Vorher zeige ich ganz kurz, ganz unspektakulär eigentlich, ein Produkt von Essence, was es auch nur an dieser großen Theke gibt. Das ist das Pure Nude Powder in der Farbe 40 Nude Honey. Nude Honey heißt die Farbe. Und das gab es halt bei uns nie. Ich wollte es aber gerne testen. Und ich habe es dann hier an der Theke tatsächlich auch getestet. Es ist ein ganz, ganz schönes, leichtes, weiches Puder. Da war ich ganz angetan. Für 3-4 Euro habe ich gedacht, muss ich das unbedingt mitnehmen und ausprobieren. Und ja, jetzt habe ich es. Ich habe die dunkelste Farbe, diese Nude Honey. Die gibt es also in drei anderen helleren Tönen. Danach sehe ich wahrscheinlich aus wie Afrika-Urlaub. Ach Quatsch. Ja, ich weiß, für uns geht es jetzt halt wieder in Urlaub. Dann bin ich wieder ein bisschen dunkler und dann, was soll ich damit so einem hellen Puder mehr? Ja, Quatsch, aber... Und was soll das machen? Das soll... Das steht hier auf Englisch, Moment. Samtweiche gebackene Pudertextur verleiht ein natürlich leuchtendes und soft mattes Aussehen. Oh. Für einen ebenmäßigen Teint und ein gesundes Strahlen. Das soll also so ein bisschen für alle Hauttypen geeignet, dermatologisch getestet. Und das ist so das, wonach ich im Moment strebe. Ich bin nämlich weg von diesem ganz matten. Ich bin ja sonst immer super matt gewesen. Und so seit einiger Zeit probiere ich gerne mal Glow und habe mir diesen P2 Highlighter da. Der ist wunder. Sieht echt gut. Man sieht es auch, ne? Ja. Ja, da bin ich total happy. Und das ist halt auch so ein leicht glowiges, dafür aber günstiges Produkt. Ich habe ja diese Hourglass-Palette, die auch ja so Schimmer macht so ein bisschen. Damit bin ich sehr zufrieden, aber die kann man ja im Leben nicht mehr nachkaufen. Und da habe ich gedacht, warum für den Alltag, ja, weil die viel zu teuer sind, aus Amerika kommen, weil ich mir die habe mitbringen lassen von irgendwem und überhaupt. Das mache ich nicht nochmal. Und deswegen habe ich gedacht, so ein Alternativprodukt für Alltags könnte das vielleicht sein. Bestimmt. Hast du noch was vergessen? Ich weiß. Ach so, stimmt. Das war dann. Ah, nee, das schieben wir mal eben dazwischen. Das ist genau ja auch keine große Sache. Wenn man im Müller ist, kauft man einen Body Mist oder einen Body Spray von Victoria's Secret, logischerweise. Ich habe zu Hause noch Coconut Passion von der lieben Sandra aus Hawaii. Und noch einen anderen pinkfarbenen Duft, den die Heidi mir mal geschenkt hat. Und beide sind so viel verbraucht. Ja, Coconut Passion ist reines Kokosnuss und Vanille. Ach ja, da habe ich auch schon den Rüssel lang gehalten. Und das andere ist dieses Tuberose, dieses Pinke. Auch total lecker, keine Ahnung. Und ja, stimmt, diesmal habe ich eins gesucht, so das habe ich, hab ich dir gesagt im Laden. Sag, such mal eins, was ein bisschen nach Jasmin riecht. Und da hat sie das hier gefunden. Honey, Suckle and Jasmine. Und das heißt Secret Charm. Und es ist ja so ein helles, ganz, ganz helles Flieder, lila. Und es riecht einfach fantastisch. 250 Milliliter für 12,95 Euro mit dem Rabattcode von Sarah, 11,25 Euro oder so. Irgendwie so war es auf jeden Fall ein... Ah, ich liebe es. Und das hier, ja, das hier ist mein letzter Schatz. Also ich hätte sie als Bodylotion gekauft. Hat mir der Geruch auch gefallen. Also diesen Sprays mag ich ja nicht, dass die so alkoholisch riechen. Ich schon. Ja, nein, der Duft hat sich meistens. Jetzt stinkt die mir die Sofa voll. Ist mir egal. Nein, die stinkt natürlich nicht. Aber es duftet ganz fantastisch. Ja, der Duft an sich. Sarah wird weinen, wenn ich gehe und dieses Zeug mitnehme. Ja. Also jetzt vielleicht nicht wegen des Zeugs, aber wegen Steffi werde ich bestimmt ein bisschen scharniefen. Aber wir sind ja nicht aus der Welt, ne? So, und jetzt... Seit Wochen renne ich an diesem Aufsteller vorbei, dem Edding-Lack.
alter Falter, ne? Ich bin ja ein Verpackungsopfer und wir hatten in der Schule immer Edding. Hab ich auch noch. Ja, ja, aber da war dazu. Edding hat sie schon jeder. Den pinken Edding, hat sie schon den lila Edding so, okay. Ne? Weil er damit auch so viel machen kann in der Schule. Ja. Drückte ja auch nicht durch, hat ja nicht dein ganzes F versaut. Stimmt. Nein. Gar nicht. Aber alles mit Edding bemalt. Alles, was so ging. Auf jeden Fall hat Edding jetzt scheinbar Nagellacke auf den Markt geworfen. Wie viele waren's? Hast du das in deinem Übersichtsheftchen? Es sind vielleicht 40? Würde ich jetzt spontan mal 40, so sagen. 40, 50 vielleicht? Oh. Und ich habe jetzt einfach mal den mitgenommen. Die kosten genauso viel wie die Essilacke, 7,95 €. Aber ich hatte ja einen Rabattcode. Aber ist auch trotzdem happig, ne? Fand ich auch. Aber ich finde alle hatten Tester, alle Farben hatten Tester. Das fand ich auch super. Ja, fand ich auch gut. Und ich habe jetzt die Farbe Wild Watermelon 149 genommen, weil, das kommt leider in der Kamera gerade gar nicht so rüber. Wie beschreiben wir denn diesen Farbton? Das ist so ein... Tja. Dunkles Rosenholz-Pink. Ja. Also es ist nicht leuchtend pink, nein. Es ist abgemattet irgendwie, so ein bisschen matter. Abgegraut. So. Ja, aber auch nicht wirklich grau. Es ist schon wunderschönes also, Pink, aber ein Rosenholz. Ja, ein Rosenholzton, würde ich auch sagen. So. Und fast sogar schon irgendwie auch ein bisschen Korall. Also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich die Farbe ganz spektakulär. Ein sehr spezieller, sehr schöner und stand halt davor und dachte so, okay, also ihr habt ja so ein bisschen alle meine Farben irgendwie im Kopf. So einen hasse noch nicht. Ich habe zwar einige in die Richtung, aber so einen habe ich noch nicht. Bin ich mir auch sehr sicher, dass das tatsächlich so ist. Jedenfalls, da freue ich mich schon sehr drauf. Und lustigerweise, als wir geschrieben haben, dass wir zu Müller gehen, hat die Bergziege, mal lieben Groß an dich, geschrieben, ihr müsst euch unbedingt einen Edding-Lack kaufen. Haben wir gemacht. Haben wir dann auch gemacht. Aber das hatten wir schon gemacht, bevor sie uns das gesagt hatte. War bevor jetzt. Ja, 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 da haben wir es gesehen. Genau. Und so sieht es jetzt aus. Ich bin sehr gespannt. Ihr werdet sicherlich ein Nail of the Day Foto bei Instagram finden. Bestimmt sogar. Ja, ich bin durch. Ich fand auch diese Verpackung total toll. Ich hätte fast, ich stand davor und hätte fast so einen beigefarbenen mitgenommen. Aber ich habe mir so ein Faltblatt eingesteckt, um mir mal die Farben näher anzugucken. Achso, das interessiert euch bestimmt auch. Ich halte nochmal hier so. Ist auch ein dicker Pinsel. Ja, stimmt, so ein breiter, ne? Mhm, dick, breit, wie auch. Und wenn die Sarah sagt, dass der Bombe hält auf den Nägeln. Was bei mir ja immer kein ja, ich weiß, aber du bist ja da ja trotzdem ein guter Maßstab. Ja. Wenn du den als so betitelst, bei Instagram zum Beispiel. Wie heißt du bei Instagram? Auch Woodgreen106. Ich heiße überall. Woodgreen106 Instagram, ne? Wenn sie da schreibt, Edding-Lack tippitoppi, kaufen. Ja. Dann will ich mir auch einkaufen. Gut. Du bist also meine Testerin. Ja, das finde ich schön. Ja. Jetzt haben wir schon alles gezeigt. Haben wir alles gezeigt? Die Kekse nicht in die Kamera gehalten. Stimmt. Die Kekse sind aber auch halb angegessen und das sieht jetzt auch gar nicht schön aus, wenn man die jetzt noch in die Kamera hält. Wahrscheinlich nicht. So. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du mich gerne, es war mir eine Ehre. Besucht hast und so. Mhm. Und ja, jetzt war sehr schön, müssen wir uns ja gleich schon wieder auf. Ja, jetzt fahre ich gleich schon wieder nach Hause. Weil du warst auch schön da. Aber es war auch gar nicht so weit, sodass man was bestimmt noch mal wiederholen kann. Der Weg zu dir ist auch voll einfach von uns, finde ich. Ist auch. Ihr werdet also wahrscheinlich öfter mal den einen oder den anderen im jeweiligen ist bestimmt. Auch egal. Ja. Gucken wir mal. Genau, wir trinken jetzt noch Cola aus und Wasser und so. Und dann wünschen wir euch schon mal einen schönen Tag. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja. So, jetzt können wir vor uns hin posen. Was posen wir denn? Wir gucken beide erstmal in die Kamera. Mit mir kann man nicht ernst sein. Nicht mal ich kann mit mir ernst sein. Kannst du dann hier so hinschreiben? Guck, da so schreibst du dann Hoi. Hoi. Müssen wir uns ein bisschen höher machen, so, damit das hier, Brust unten, hier unten auch gut hinpasst. Ne, Brust raus muss ich mal gar nicht. Brust rein. Komm von alleine raus. So, jetzt guck schön, damit es auch was wird hier. Ich habe Augen, so leid, ne? Aber. Ich finde es so schön, dass ich mir nicht alleine blöd vorkommen muss. Das ist nicht gut. Kann man nicht beide zusammen. Das hängt immer dran, weißt du jetzt, ne? Nee. Doch. Nein. Jawohl. Jetzt macht sie Outtakes hin dran. Ich habe nie Outtakes, deswegen. Ich möchte auch mal einen Outtake machen. Ja, mach doch. Ja, mach ich jetzt. So. Outtake, lustig. Hahaha. Ha, ha. Keks. Ich hatte noch gar keinen Keks. Ja. Gut, jetzt gucken wir noch mal Schicki und dann essen den Keks. Gleich gibst du mir eine Kopfnuss. Weg ist sie. Guck mal, da sie ist auch da, siehst du? Da. Boah, cool. Das Fett noch.
Das mal im Sohn zeigt er, was die auch sind. Und das ist, gelb, ist auch egal. Das ist der... Wir wollen einen Thumb machen, wir wollen sich unsere Zöpfe von hinten zeigen. Von oben. Ach ja, klar, logisch. Habe ich 2 Monate für gebraucht, um das rauszukriegen? Nein. Ja, mir sagst du es einfach so, ehrlich jetzt. Ja. Und irgendwann ist das okay, es gab doch diese Elefanten und so, ne? Ja, ja. Und dann sagt Marc irgendwann, bist du doof? Das ist der Falke von oben. War ja mein Geschenk an ihn. Na klar. Super. Bin ich immer noch geil. Super. Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, sie guckt 2 Monate lang immer abends so heimlich auf das Kissen und denkt, was könnte das sein? Vielleicht der Elefant. Kenn ich aber so. Als größter Star Wars-Fan verstehst du, guck, krieg ich direkt Hitze. Super Geschichte. Und 2 Monate später lüftet er das Geil um den Elefanten. Da hast du mal gut geschlafen. Du hast endlich rausgefunden. Also, oh, was für eine Erleichterung. Echt, jetzt weiß ich endlich, was auf dem Kissen ist. In unserem Wohnzimmer. Was soll er nicht für ein Hund? Entschuldigung, dass ich jetzt hier alleine sitze, aber. Ich bin raus! Ich kann nicht! Ja, ja, ja. So ist es mit Woody, ne? Nach 4 Wochen merkst du dann auch, dass dein Brot schimmelig ist und sowas, ja. So ist ja. Verdreht bis zum geht nicht mehr. Haben wir jetzt einen Thumb im Kasten? Ich hab. Wir wollten eigentlich dieses Thumbnail-Posing, so nennen wir das. Also dieses hübsch da sitzen, kurz verharren, damit man dieses Bild, was man dann hat, als Eingangsbild fürs Video dann auch beschriften kann. Ja. Da schreibt man dann so Hall oder so oder was man halt so dreht, in bunten Farben, damit es auch ansprechend aussieht. Und dafür muss man immer das Thumbnail-Posing machen. Und das ist eigentlich immer der bescheuerte Teil. Und der schönste Videos. Offenbar. Auch ja. Gut, wir versuchen das jetzt noch einmal. Komm her. Ja, der ist super. Der ist super. Daddy das Thumb. Daddy das Thumb. Gut. Fertig. Ja,